So, gebufft sind wir. Rein da. Ich würde echt gern hier durchspringen können. Genau zu euch da unten. Könnten wir uns tierisch viel Weg sparen. Aber na gut. Hier rechts rum, gleich wieder rechts. Fahrstuhl runter. Da. Dann gleich noch ein Fahrstuhl runter. Richtig. Nee, erstmal die Brücken rüber. Oh, was macht ihr denn hier oben? Hier habt ihr doch gar nichts zu suchen. Sehen Sie ihn? So, Karte sagt... Links rum sind wir gegangen, um den Schalter zu drücken, dann rechts rum. Und da war echt noch ein zweiter Fahrstuhl. Sehr gut. Trüb ich meine Erinnerung schon mal nicht. Klick. So, Gegner. Oh, warte mal. Zeit für Heldentum. Hm? Du zaubern, Heldentum. Wow. Stimmt, stimmt, stimmt. So muss das sein. Einfach rauf da mit euren Dolchen und Streitkolben und Speeren. Das hatten wir schon. Stimmt, das war nur der Trupp, der uns im Schlaf überfallen hat. Das war echt doofes Timing. Okay. Erstmal kurz den Gang hier sichern. Danach können wir gucken, was da an der Tür drin ist. Bestimmt einfach mehr Wachen. Genau. In der Hinsicht ist das Spiel doch ein wenig vorhersehbar. In jedem Raum ist eine Gruppe von Gegnern. Oh, 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 oh. Oh, okay. So die Frage, wie stark die Gruppe von Gegnern ist, hm? So. So. Aus. Heilen. Und gleich noch ein, zwei Mal heilen. Und zwar Mürrem und Talana auch noch einmal. Geht sonst zu schnell kaputt. Oh, Kisten. Du, guck mal. Gold, 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 Gold. Kammelige Schild, Furcht verjagen. Gold, 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 Gold. Du kannst weg. 15 Gold. 15 Gold, den lassen wir mal hier. So, dekadent sind wir dann doch schon. Wir haben ja schon 10.000 Gold. Hey. Oh, da ist wieder so ein Veteran. Wir sollten eigentlich die Zauberpunkte für den Veteran aufbewahren haben. Und die hier so nach und nach runterprügeln. Genau. Oh, 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 oh. Du heil dich selber, danke. Quatsch. Eine Heilung noch drin vielleicht. Jo. Und da ist der Veteran. Ja, das könnte eine Weile dauern. 4 Punkte. Der Feuerstrahl macht normalerweise wie viel? 30, 40? So, Geronimo. Ja, flieh. Flieh. Oh. 172 und eine Nicht-Kettenrüstung. Ja, das müssen wir später auseinanderklamüsern. Trägersresistent gegen Schlaf. Finde ich jetzt persönlich nicht so super. Aber jedem das seine. Die ganzen roten Punkte da können wir ignorieren. Das ist nur Schleim. Du bist tot. Und da sind ganz viele Kisten. Ah. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay, fangen wir links an. Hihi.
Okay, das wird interessant werden. Also ganz links haben wir gemacht. Zweite von links. Ich hab's. Ah. Die Harfe. Gold, 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 Gold. Aha. Ein Zauberbogen. Keiner hat Platz. Irgendwer hatte doch einen kaputten. Genau du. Der könnte repariert werden. Und dann kannst du zu ihr. So viel, das ist alles hin und her getauscht. Ich weiß nicht. Genau. Was hatten wir dann noch? Ich weiß nicht. Söldnergürtel. Aha. Ein Schlangenspeer. Ich glaube, der könnte ein Upgrade sein. Also Angriffskraft plus 5 ist schon mal besser als plus 0. Und 2d6 ist nicht so gut wie 1d9 plus 5. Jo, ist definitiv ein Upgrade. Wie viel bist du wert? 100. Schubs. Die anderen könnten Fallen haben, fällt mir gerade so auf. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Hm? Du. Dritte Kiste von links. Definitiv Fallen. Auch wenn es nicht ganz die Fallen sind, die ich gedacht hätte. Ich dachte eher an Giftfallen oder so, die man nicht entschärfen kann. Na komm. Oh, Segen ist weg. So, du Schleim darfst euch rumschleimen, ist okay. Dich behelligen wir nicht. Wir gehen jetzt einfach hier raus, geben die Harfe ab und sind jetzt erstmal gut. Da waren zwar noch zwei Kisten, aber wir haben jetzt schon so viel Beute. Selbst wenn da was Tolles drin ist, reizt das nicht so wirklich. Zumal wir es eh nicht mitnehmen können, das meiste davon. Also, einfach raus. Schlafen gleich erstmal. Und dann die Harfe abgeben. Die Harfe abgeben sollten wir wo? Schild mal der Not vor Posten der Teufel. Harfe. Hole die Harfe und bring sie zurück zu Amber Andrew Besper in Burg Ironfist. Ach so. Es gab gar keinen Auftrag für hier aus hier. Okay, das klingt verwirrend. Also das ist ja Burg Ironfist. Also gut. Wir haben also innerhalb der Zone Burg Ironfist einen Auftrag bekommen für eine andere Zone in Burg Ironfist. Das ist alles okay. Trotzdem ganz schön happig, das normalerweise zu machen. Also gleich im Anschluss an den Tempel zum Beispiel. Aber soll uns einerlei sein. Ich weiß sogar noch, wo der Typ war. Ich glaube, wenn er bei den Stellen rauskam, einfach gleich rechts das Haus da. Das war auf jeden Fall ein Auftraggeber. Wenn nicht für die Queste hier, dann für eine andere. Hallo? Suchauftrag. Danke sehr. Meine Frau liebt diese Harfe. Ich bin so froh, dass du sie zurückgebracht hast. Ich habe gehört, dass die Dragoner mit der Schattengilde zusammenarbeiten. Wenn das stimmt, dann hätte der Bürgermeister von Neusorpigal sicher gerne einen Beweis dafür. Und danke dir noch einmal für deine Hilfe. Haha, wir können die Unterlagen also doch abgeben. Sehr schön. Jetzt aber erstmal verkaufen. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg, 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 weg. Besser weg. Achso, das kannst du reparieren? Repariert. Jo, sehr schön. Plus 3, plus 2. Kinkerlitz, den tue ich mal alle hier in eine Ecke. Damit er sich so viel Platz wegnimmt. So, Waffenhändler. Weg, 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 weg. Und weiter rumsortieren. Den Stab behältst du bitte erstmal. Das dahin, das dahin, das dahin. Das alles identifizieren. Oh, ein Mörderknüppel. Macht nicht ganz so viel Schaden wie ihrer. Und ist auch ansonsten nicht besonders toll. Gut, er kann weg. Plus 10, der immer plus 16. Du bleibst da. Boah, haben wir viel Krimskrams gefunden. Aha. Weg, weg, weg. Ja, es hat fast alles gepasst. So, noch einmal zum Rüstungshändler sind wir auch schon durch. Muahaha, 21.000. Sehr schön. Neusorpigal. Nee, nicht Arena. Nee.
Das muss nicht sein. So. Neues Obligal. Wir hätten gerne Kräuter. Die kaufen wir jedes Mal, wenn wir hier ankommen. Weil wir brauchen sie einfach doch ziemlich schnell. Also sei es nun ein Gegengift oder mal zwischendurch ein Heiltrank, um Lay aufzuheben oder Zauberpunkte, um irgendwas zu zaubern. Ist halt irre praktisch. So. Geschlossen. Ich brauche deine Hilfe. Böser Kult? Gummistempel. Was? Das Gummi für meine Stempel kommt aus dem tropischen Süden von Erassia. Dort wächst eine Pflanze, die Beamten in der ganzen Welt eine Menge sich wiederholender Texte zu schreiben erspart. Du bist nun Angestellter, okay. Du bist der Bürgermeister. Schattengilde. Interessant. Die Dragoner wurden von der Schattengilde angeheuert. Anthony Stone wird das sicher auch interessieren. Ich werde ihm diesen Brief zeigen, wenn ich ihn das nächste Mal treffe. Danke. Ich bin sicher, er wird etwas gegen die Schattengilde unternehmen, jetzt da wir Beweise haben. Wir haben die gesamte Schattengilde ausgelöscht und ihre Dragoner-Kopfgeldjäger noch obendrein. Okay. Macht mal. Ihr könntet da reinlaufen, die leere Höhle übernehmen und sagen, ihr habt das gemacht. Solange wir Gold kriegen, ist alles gut. So, höher können wir hier schon mal nicht aufsteigen. Das heißt, wir müssen jetzt nach Burg Ironfist. Vorher gucken wir mal ganz kurz hier zu dem Kinkerlitzchen. Also primär wegen Kräutern. Genau, dich und dich und dich und dich und dich. Und dich. Zauberstab des Erstaunens. So, du. Was steigerst du mal? Wir wollten Konditionen steigern. Schwert auf Meister. Reparieren. Aber reparieren bräuchten wir eigentlich eher den Expertenrang. Weil der Expertenrang verdoppelt die Wirkung. Das heißt, wenn wir jetzt Experte kaufen würden, hätten wir automatisch schon 8 Reparieren-Punkte sozusagen. Das auf 8 zu bringen, um den gleichen Effekt zu haben, ist Verschwendung eigentlich. Also, Kondition. So. Du musst unbedingt Meditation auf Meister bringen, sonst hast du viel zu wenig Zauberpunkte. Du kannst immer nur 2-3 Mal zaubern, dann ist vorbei und sie schießt 10-20 Mal. Oh, Bogenmeister ist aber auch sehr reizbar. Ah, das kostet 6 plus 7 Punkte. Das wären 13. Das geht genau auf. Sie braucht unbedingt die nächsten Hufeisen. Weil sie muss auch Fallen entschärfen, langsam wieder steigern. Sie muss Kondition auf 4 bringen, damit sie nicht so schnell umkippt. Und Luft- und Wassermagie für die tollen Sauber. Also, oh, warte mal, wir könnten Wasser auf Meister bringen. Das macht wesentlich mehr Sinn als das da. Okay, Wasser, Wasser. Du. Kondition. Ein Punkt. Pro Punkt für einen Hexer. Dreifache Wirkung auf Meisterrang. Also 3 HP pro Konditionspunkt. Ist jetzt nicht so viel. Ich weiß nicht. Ja. Noch irgendwer irgendwas kaputt? Ja. Ich kann nichts machen. Das ist doch doof. Reparieren. Jetzt vielleicht? Ich kann nichts machen. Nein. Also, das muss repariert werden. Das hier muss kurz sortiert werden. So. Rüstungshändler, wo bist du? Die Waffen bitte nicht anfassen. Reparieren. Das da. Bis demnächst. So. Ah.
Repariert. Oh, das kannst du jetzt reparieren. Das ist schon mal gut. Kannst du ihr geben. Und du mit deinen 12 Punkten. Du...